Ja, hallihallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen. Ich bin der Chris und heute ein etwas ungewöhnliches Video. Ihr seht, ich bin wieder mal auf meinem kleinen Lagerplatz hier im Wienerwald bei mir zu Hause. Und ich habe hier vor mir ein kleines Päckchen stehen. Und wer von euch das mitbekommen hat bei meinem Video zu der 250 plus Abo Challenge vom Kanal Survival Ost, der weiß, dass ich da mitgemacht habe mit meinem Video, dem Lost Place and Overnighter mit Gruselfaktor, vor ein paar Wochen. Und vor circa zwei Wochen hat der Kanal Survival Ost nun wenn man so will, Auslosung gemacht oder die Bewertung der Videos gemacht, der eingeschickten. Und ich habe es ja erstmal gar nicht glauben können, dass ihr ihren echt mich zum Sieger gewählt habt. Also, Jungs, ihr seid der Hammer. Ja, also, ich habe echt mit allem gerechnet, aber damit echt nicht, weil, also, es war echt just for fun, aber ich hätte nie damit gerechnet, dass ihr euch wirklich für mein Video entscheidet am Ende des Tages, auch wenn es sehr knapp war. Und an dieser Stelle auch nochmal einen herzlichen Gruß an den Bushtuber. Dein Video war echt saugeil. War echt Hammer. Aber ja, schlussendlich hat mich die Wahl getroffen. Ich freue mich wie ein kleines Kind darüber. Echter Hammer. Und ich war leider letzte Woche nicht in München über die Feiertage, über Allerheiligen, aber jetzt diese Woche habe ich mir das Paket mit nach Hause genommen von meiner Dienstwohnung. Und natürlich muss es dazu jetzt ein kleines Unboxing geben. Und ich möchte euch dann auch zu jedem Gegenstand, der da jetzt drinnen ist, auch sagen, was ich in Zukunft vielleicht damit vorhabe. Aber jetzt machen wir erstmal das Backel auf. Warte, du hast das echt verdammt gut eingepackt. So, dann schaut's mal, Leute. Ganz schön viel Zeug drinnen. Und damit fange ich jetzt erstmal an. Das ist nämlich ein Brief von den Jungs von Survival Ost und den möchte ich jetzt ganz gern lesen. Servus Chris, dank dir für deine Videoantwort. Die Gruppe hat nach Punktesystem dir den ersten Platz gegeben. Natürlich war jedes Video super und hat uns gefreut, aber dein Overnighter mit Lost Place hat den Geschmack anscheinend voll getroffen. Wir hoffen, dass dir das Paket gefällt und unser Patch dich von nun an begleitet. Das wird er bestimmt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere Gegenstand in deinen Videos auftaucht und vielleicht drehst du ja ein Video vom Öffnen. Ja, Jungs, genau das mache ich gerade. Bis bald, Horido Martin von Survival Ost. Ja, lieber Martin und auch natürlich Jan und all die anderen von Survival Ost, Jungs, wie gesagt, ich freue mich wirklich wie ein Schneekönig. Vielen, vielen Dank. Diesen Brief werde ich mir auf jeden Fall an einen ganz besonderen Ort hängen, nämlich in meine Dienstwohnung in München, wo ich viele Outdoor-Bilder und andere Inspirationen hängen habe, die mich sozusagen unter der Woche, während ich im Büro bin, über Wasser halten. Und der Brief kommt da auf jeden Fall dazu. Jungs, der freut mich echt riesig. Coole Sache. Vielen, vielen Dank. So, dann schauen wir mal,
was wir da alles haben. Ich möchte anfangen zuallererst damit. Der Patch von Survival Ost. Der wird mich definitiv begleiten. Für den Moment kommt er jetzt erstmal hier an mein Wollshirt. Das ist aber sicherlich nicht der finale Platz, aber da muss ich mir erst noch was überlegen, wo er dann schlussendlich wirklich rankommt. Aber über den Patch freue ich mich wirklich ganz besonders, weil die Jungs von Survival Ost sind wirklich richtig geil drauf und mir taugt der Kanal richtig und freut mich wirklich, dass ich da einen von den letzten Patches noch ergattern konnte. So, was haben wir denn dann da noch und was machen wir weiter? Ja, auf jeden Fall eine Schnur. Ich weiß nicht, ob es eventuell Seesal ist oder was anderes. Ich glaube, der Martin hat es in seinem Video, wo er die ganzen Gegenstände zusammengestellt hat, erwähnt. Sorry, Martin, ich habe es mir nicht gemerkt. aber ihr könnt es ja auf dem Kanal von Survival Ost, den ich selbstverständlich unter dem Video in den Kommentaren bzw. auch oben im Video in der Infobox verlinken werde, einfach mal nachschauen. Die Verlosung zur 250 plus Abos Challenge. Da sagt euch dann der Martin, was das genau für eine Schnur ist. Es ist auf jeden Fall eine Schnur aus Naturmaterial, das heißt richtig gut zum Bushcraften, hier draußen zum Lager bauen. Die Schnur wird mich auf jeden Fall auf meinen Bushcraft-Touren, die ich noch vorhabe, auf alle Fälle begleiten. Ich möchte auch hier in meinem Lager noch einiges machen. Also das ist etwas, was ich richtig gut brauchen kann. Dann dreimal drei Knicklichter. Das sind zweimal pink und einmal grün, wenn ich das da richtig lese. Also die zwei sind pink, das in der Mitte ist grün. Ehrlich gesagt, bis jetzt hatte ich noch nie wirklich Verwendung für Knicklichter, weil ich meistens irgendwo meine Stirnlampe oder eine Taschenlampe dabei habe. Aber ich habe so eine Idee, wo ich die eventuell brauchen könnte. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern, also die wird es jetzt so bald noch nicht in den nächsten Videos zum Sehen geben. Aber da lasse ich mir auf jeden Fall auch noch was einfallen. Ein selbstgemachter Zunder. Auch zu dem erklärt der Martin einiges in seinem Video, wo er die Sachen eingepackt hat. Ich werde jetzt darauf nicht näher eingehen. Das ist auf jeden Fall ein Zunder, der, wenn er mal brennt, sehr lange brennt. Allerdings kein Zunder, den man mit einem Feuerstahl entzünden könnte. Also den muss man schon mit einem Feuerzeug oder einem Streichholz anzünden, soweit ich das mitbekommen habe. Aber auch das werden wir sicherlich noch testen. Ich muss mir nur irgendwo einen Platz suchen, wo wir ein vernünftiges Lagerfeuer machen können und dürfen. Weil das ist in Österreich leider nicht ganz so einfach. Und der Platz, wo ich da bin, liegt halt mitten im Biosphärenpark Wienerwald. Dementsprechend werde ich da auch, selbst wenn ich fragen gehe, niemals eine Genehmigung zum Feuer machen kriegen. Was ich auch verstehe und was auch vollkommen in Ordnung ist. Das heißt, ich muss mir hier jetzt dann irgendwann mal einen Platz suchen mit einer Feuerstelle. Da habe ich aber auch schon was im Kopf, was wir da eventuell in absehbarer Zeit mal machen werden. Wird aber auf jeden Fall irgendwann zum Einsatz kommen und wenn es zum Einsatz kommt, gibt es auf jeden Fall ein Video dazu. Dann natürlich ganz wichtig, das Stück Toilettenpapier. Tatsächlich habe ich meistens, wenn ich draußen unterwegs bin, selber eigentlich einiges mit. Da werden wir das einfach dazu packen. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob ich da noch irgendwie Survival Ost oder so draufschreibe. Ich glaube, da werde ich mir auch noch was einfallen lassen.
Dann etwas, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, was ich damit wirklich tue. Und zwar eine Sägeschlinge. Auf diesem Draht sind ganz feine Zähne drauf. Man sollte theoretisch damit irgendwie Holz durchsägen können. Keine Ahnung. Der Martin hat gemeint, er hat dafür keine Verwendung. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, einfach weil es mich interessiert, wie das geht und ob das funktioniert. Ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht, ich habe mit sowas noch nie gearbeitet. Aber da dürft ihr euch auf jeden Fall in absehbarer Zeit auch auf ein Video freuen, wo ich mir wahrscheinlich alle möglichen Verletzungen zuziehe oder aus dem Fluchen nicht rauskomme. Mal sehen, ob es funktioniert oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber testen will ich das auf jeden Fall. Ein Vorteil von dem ist halt, dass es wirklich praktisch kein Gewicht hat. Das wiegt quasi nichts. Wenn das ganz gut funktioniert, vielleicht wird das sogar tatsächlich ein gutes Bushcraft-Tool für den Lagerbau da draußen. Keine Ahnung. Ich habe keine Klappsäge, ja, muss ich dazu sagen. Ich habe nur die kleine Säge auf meinem Victorinox Taschenmesser. Und ja, ich werde das auf jeden Fall testen und mal probieren, wie das funktioniert. Und ob das was taugt oder nicht, also da gibt es auf jeden Fall mal einen Test dazu. Auch wenn ich keinen Plan habe, was das jetzt, wo das genau her ist, was das für ein Hersteller ist, ich weiß es nicht, weil es steht leider nichts drauf. Aber da werde ich mal bei Martin nachfragen, vielleicht kriege ich das dann ja noch raus. Oder Martin, du schreibst es einfach unten in die Kommentare. So, dann etwas, was ich auch ganz cool finde. Ein Messer. Auch dazu hat der Martin was schon erzählt. Böker Plus. Wenn euch die Details zu dem Messer interessieren, schaut euch in Martin sein Video an, wo er das eingepackt hat. Es ist abgezogen, es ist jetzt nicht rasiermesserscharf, also das wird sicherlich nochmal ein wenig nachgeschliffen werden in absehbarer Zeit, aber auch da, ja, werden wir schauen. Also ich bin ja ein bisschen ein Messerfan, auch wenn ich jetzt selber gar nicht so viele Messer habe, aber ich habe schon ja, in Jugendzeiten schon so ein bisschen an Messerfetisch eigentlich gehabt. Es könnte ein bisschen mehr kopflastig sein. Es ist relativ gut balanciert, muss man sagen. Es liegt recht gut balanciert in der Hand, aber für mich könnte es ein bisschen mehr kopflastig sein. Es ist ziemlich ausbalanciert. Ja, mal schauen. Vielen Dank auf jeden Fall für das Messer. Auch das werde ich sicherlich noch öfter dabei haben und werde das auf jeden Fall noch das eine oder andere Mal dann testen und probieren und ja, beim Lagerbau auf jeden Fall mit dabei haben. So, dann gibt es hier noch zwei Paddlinge und mit dem hier möchte ich anfangen. Der beinhaltet Erde und andere Sachen vom Lager von Survival Ost, vom Lagerplatz. Also ich sehe da Blätter, Moos und halt Erde und so ein paar Sachen. Was ich damit mache, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Den Paddling würde ich eigentlich ganz gern als Geocache-Dose verwenden, aber was ich mit dem Inhalt mache, ich habe ehrlich gesagt noch keinen Plan. Auch da werde ich mir aber auf jeden Fall was dazu überlegen. Ja, und damit kommen wir zum letzten Gegenstand aus diesem Paket. Ganz bewusst bis zum Schluss aufgehoben.
die geheimnisvolle gelbe Flüssigkeit. Der Martin hat nicht verraten in seinem Video, was es ist. In den Kommentaren zu seinem Video sind dabei die verrücktesten Ideen aufgekommen und die wildesten Spekulationen. Ja, und wir werden das jetzt einfach mal riskieren und das Ding aufmachen und mal dran riechen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung und keinen Plan, was da drinnen ist. Jungs, Martin, ich hätte es wissen müssen. Nein, es ist nicht irgendwas Abartiges. Die Jungs von Survival Ost sind nicht so asozial, hier irgendein Ausscheidungsprodukt aus dem menschlichen Körper einzufüllen, sondern das ist was Hochprozentiges, so wie man sich es von den Jungs von Survival Ost denken hätte können. Ich nehme an, es ist Whisky. Gehe mal stark davon aus. Muss aber ehrlich gestehen, ich kenne mich da nicht so wirklich aus, weil ich bin jetzt nicht so wirklich der Alkoholtrinker. Ich trinke eigentlich nur ganz, ganz selten was. Das ist wirklich, also normalerweise einmal im Jahr zu Silvester oder so, wenn überhaupt. Aber sonst eigentlich praktisch gar nicht, weil Bier und Wein schmeckt mir nicht und alles andere gibt sich auch meistens gar nicht. Und ich mag es jetzt auch nicht übermäßig, sage ich jetzt mal. Aber das konntet ihr ja nicht wissen. Mich würde nur interessieren, was es genau ist. Martin, vielleicht schreibst du mir ganz kurz entweder einen Kommentar unter das Video oder du schreibst mir eine private Nachricht. Ich möchte auf jeden Fall, wenn wir den verkosten, ein Video machen, weil die Ehre gebührt diesem edlen Zeug, weil ich denke, dass sich der Martin da nicht lumpen hat lassen, wie ich ihn kenne. Und das muss natürlich schon auch dann gebührend vorgestellt werden. Ja, und damit sind wir eigentlich durch alle Gegenstände durch. Ja, und damit möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bei den Jungs von Survival Ost bedanken für dieses großartige Paket. Macht mir wirklich richtig Freude. Ich werde sicherlich ganz viel Spaß damit haben. Ihr werdet sicherlich so gut wie alle von diesen Gegenständen noch irgendwo in meinen Videos sehen. Ganz bestimmt. Der Patch ist jetzt ab sofort auf jeden Fall immer mit dabei, mit auf Tour. Den halte ich auf jeden Fall in Ehren. Das freut mich sehr. Und ja, ich hoffe, ich bin diesem Paket gerecht geworden. Und ja, ich freue mich auf euch das nächste Mal, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, ich würde mich freuen, euch demnächst wieder bei mir begrüßen zu dürfen. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt alles Gute. Viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.